Rad. Und jetzt geht's los? Und jetzt geht's los. Du darfst wie immer die Anmoderation machen. Okay, dann sage ich mal herzlich willkommen zur 21. Folge der beliebten Podcast-Serie Frankie Goes to Hollywood. Wobei, dieses Mal ist es ja ein bisschen anders, weil ich bin ja gegoat oder I went to Washington. Oh, das alliteriert aber schön, WW. Also ist es eher sowas wie Holgi Goes to Frankenstein, weil ein bisschen Horror haben wir auch noch zu erzählen. Oder einfach Holgi Alone in Washington. Oh, oder das, wobei so ganz allein war ich ja nicht. Der Frank, der hat mich ja hier, ich würde sagen, durchgeführt oder durchgetrieben durch diese Stadt. Ja, und an diesem wunderbar windigen Wochenende in Washington stehen wir hier unten am Jefferson Memorial und möchten mit euch die 21. Folge besprechen. Und ich schaue so ein bisschen gespannt auf meinen Osmo Pocket 3, den mich gerade filmt und am Rumwackeln ist, während dem Wind und mir wahrscheinlich gleich irgendwann entgegengefallen kommt. Aber okay, das soll uns jetzt erstmal nicht stören. Und wie gesagt, Folge 21, ja. Holger zu Besuch in DC haben wir sie genannt oder ja, wie auch immer. Hier zumindest in unseren Show Notes. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Letzte Podcast haben wir aufgenommen an der Brooklyn Bridge in New York. Da kann genau, ich mich erinnern. Da kann ich mich dran erinnern. Das war irgendwann im Februar, glaube ich. Es war kalt, es war sehr kalt. Ja. Aber ja, ich kann mich dran erinnern. Vielleicht für die, die zuhören, vielleicht beschreibst du mal gerade, wo wir hier sind, Frank. Genau, für die Zuhörer, wir sind hier unten am Tidal Basin, das nennt sich also Gezeitenpool, um das mal so zu übersetzen. Und hier ist eigentlich das Epizentrum der Kirschblüte gewesen, aber im Moment ist es dann schon am Verblühen und hier ist das Jefferson Memorial, Martin Luther King Memorial und in der Nähe, ihr hört es, der Ronald Reagan Airport, aber das kennen die viele Leute aus meinen Videos schon, also ab und zu fliegt man Flieger hier drüber. Und das Martin Luther King Memorial ist auch in der Nähe und die National Mall mit den ganzen Sachen auch sehr in der Nähe. Und wir haben einen wunderschönen Tag mit blauem Himmel und Schäfchenwolken, so fast, würde ich sagen, ja, oder? Ja, und wir haben gar keinen großen Skript jetzt hier für den Podcast gewählt, sondern wir werden hauptsächlich darüber reden, wie die Eindrücke von Holger hier in Washington sind. Wir werden aber auch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was so die letzten Monate passiert ist. Holger, fängst du an bei dir? Du warst, glaube ich, beschäftigt wieder bezüglich Umzug in der Uni oder warst irgendwo, du warst, glaube ich, auch irgendwo da oben im State New York? Ja, genau. Ich war bei Lisa an der Uni. Die hat quasi die Wohngemeinschaft gewechselt und dann bin ich halt hochgefahren und habe ihr halt geholfen, ihr Zeug von einem Dormhaus ins andere zu karren. Ja, das war das größte Highlight der letzten Wochen für mich. Naja, und du hast ja die Gelegenheit genutzt, die Städte da oben ein bisschen anzugucken, habe ich zumindest gesehen. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Das war Rochester, wo wir da waren. Aber das war auch dann noch dazwischen, ne? Dann habe ich es schon wieder vergessen. Ich weiß auch nicht. Ja. Ich habe auf jeden Fall irgendwas gesehen, wo du auch wieder Bahninfrastruktur. Ja, genau, ja gut. Und Wasserfälle. Wenn ich irgendwo ein Gleis sehe, muss ich halt anhalten und einen Film oder ein Foto machen. Ja. Das geht nicht anders. Ja. Und bei mir ist ein bisschen mehr passiert, würde ich fast behaupten. Lass hören. Ich war in der Zeit zwischen Februar und jetzt zu Hause auf Familienheimflug. Ne? Mhm. Und das war interessant. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den ersten Familienheimflug oder den Familienurlaub, das sind immer so, das ist so eine knappe, ein bisschen mehr wie eine Woche, hatte, wie ich aus New York bin, war der Effekt irgendwie ganz anders wie von Washington nach Deutschland. Da war es halt so, von New York, von dieser pulsierenden Stadt, bist du dann in den Flieger gestiegen, in Frankfurt ausgestiegen und da war Frankfurt schon ruhig, aber Mülheim-Kärlich, wo ich ja wohne, war dann, also ich habe gedacht, ich würde auf dem Friedhof leben eine Woche lang und das war hier in der Tat nicht so, weil ne, Washington ist anders, da wo ich wohne ist es auch ruhiger, mal abgesehen von den Flugzeugen, die oben drüber fliegen, aber der Effekt war komplett gar nicht mehr da. Ja. Ne, also ich habe keinen großen Unterschied gemerkt. Zumindest das Gefühl hat es mir so vermittelt. Das Einzige, wo man den Unterschied gemerkt hat, war natürlich bei den Preisen. Die waren in Deutschland dann noch ein bisschen niedriger. Wobei, ich muss ehrlich sagen, die Essenspreise in Deutschland, Leute. Haben sie angezogen? Wir kommen da langsam. Ne, kommen wir langsam.
Hatten die nicht auch so einen Mehrwertsteuer-Cut irgendwie jetzt, der zu Ende ist? Die haben die Hälfte der Mehrwertsteuer, aber im Grunde genommen, ja gut, das schlagen die vielleicht jetzt noch drauf. Aber es war auch davor schon verhältnismäßig teuer. Also ein Jägerschnitzel für über 23, 24 Euro und auch kein Kalbschnitzel ist schon eine Ansage. Ja, würde ich sagen, ja. Also das ist eine Ansage. Da kannst du fast hier als essen. Und wenn wir mal ehrlich sind, gestern waren wir mal beim Mexikaner, ne? Da haben wir pro Person gezahlt für Enchiladas mit Nachos vorher, mit Getränk und Tipp. Mit einer Margarita vorher und Tipp $30 pro Person. Und ja, das lässt mich auch beeindruckt zurück im Vergleich zu den New York Preisen. Ne? Ja, und da kommen wir dann gleich noch zu, ja. Ne? Den Unterschieden. Unterschieden oder den Gefühlen, die man hier so hat, wenn man hier auch hinkommt. Und viel gearbeitet. Die Family war zu Besuch auch hier. Nach dem Familienurlaub in Deutschland ist die Family hier hingekommen. Besuche sind halt immer so wunderbar, sind schön, abwechslungsreich, aber auch verhältnismäßig anstrengend und intensiv. Ja, ne? Über Gäste freut man sich immer zweimal, wenn sie kommen und wenn sie gehen. Ne? Okay, das ist aber ganz nett ausgedrückt. Nee, am Ende des Tages genießt du dann halt danach auch mal wieder nochmal die Ruhe, wo du ein bisschen Sport machen kannst und so. Aber es war natürlich toll, den Sohn und die Frau da zu haben und denen ein bisschen hier Washington zu zeigen. Und vor allen Dingen war es auch toll, jetzt hier Holger mal hier ein bisschen rund zu führen. Und wir sind auch viel gegangen. Da kann Holler gleich noch ein bisschen was zu sagen. Holler! Ja, und sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Das Wetter ist wieder erwarten hier in Washington. Hier regnet es zwar nicht so viel wie im Saarland, aber ich sag jetzt mal, es ist wieder erwarten schlechter wie erwartet. Ne? Also das ist natürlich jetzt geiles Wetter heute hier, aber es ist kalt. Es ist immer noch frisch. Es ist noch ein bisschen frischer. Wir haben so um die 12, 13 Grad hier und dann ist ja der Washingtoner Wind bläst einem hier um die Nase. Das merkt man schon. Ich hatte auch gedacht, dass es schon mal wärmer wird, aber es soll jetzt die Woche, wenn ihr weg seid, ne, dann kommt der Frühling. Ja, wenn wir weg sind, passiert immer was. Ihr habt ja mitbekommen, als wir in New York weggeflogen sind, hat es da ein Erdbeben gegeben. Genau. Das ist, weil die Erdkruste hat sich entspannt, als der dicke Lärsch da abgehoben ist. Zack, Erdbeben. 4,8 oder 4,2 auf der Richterskala. Ja. Ist aber jetzt nicht allzu viel passiert, aber ja, ist schon, ne, immerhin, ne, spürbar. Für New Yorker beeindruckend. Ja. Gut, ich würde sagen, die Kategorie, was ist das letzte Mal passiert? Abgearbeitet. Ne? Ich würde mal einfach sagen, heute ist ja die Hauptsache der Besuch von Holger hier in Washington und seine Eindrücke. Holger ist nicht alleine hier, Erik ist auch mit, ne? Ein Arbeitskollege, den ihr vielleicht auch schon mal im einen oder anderen Video oder so mal gesehen habt. So ja, der taucht immer mal wieder am Rande taucht auf. Taucht immer mal wieder am Rande aus, hauptsächlich wenn man Bier trinkt und essen gehen. ich würde mal sagen, erstmal, wie seid ihr denn adäquat hier angereist? Erzähl mal. Ja, wir sind... Wann seid ihr aufgestanden und wie lange hat es gedauert? Ja, wir sind angeflogen. Ne? Und zwar was, ich meine, ich habe mir alle Möglichkeiten des Anreisens angeguckt. Auto, Flugzeug, Bahn, Bus. Und letztendlich, dadurch, dass ich einige Flugmeilen angesammelt hatte, war das dann für mich am günstigsten. Auch wenn das die umweltschädlichste Methode war, die ich gewählt habe. Und auch am Ende die längste zeitmäßig, muss man dazu sagen. Habe ich halt für den Flug jetzt einfach mal nichts bezahlt. Also ich habe es mit meinen Meilen bezahlt. Irgendwann habe ich den schon bezahlt, aber halt nicht jetzt. Irgendwann hast du bezahlt. Ich weiß nicht, Erik, was hat er gesagt, hat er bezahlt? Der hat 400 oder so bezahlt. Ist natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine ganz schöne Marke. Ne? $400 von New York nach Washington hin und zurück. Ne? Also wir können das mal so ein bisschen einschätzen. Ein Bus kostet 50, wenn man günstig bucht, hin und zurück. Mit dem Zug geht es für 200, wenn man einigermaßen frühzeitig bucht und nicht gerade die besten Plätze bucht. Und mit dem Auto hin und zurück, hatte ich euch ja gesagt, mit Toll und allem drum und dran, bist du auch bei 100. Das wird auch dreistellig dann, ne? 100 hin und zurück. Sprit und Autobahngebühr und so. Deswegen, also so, die günstigste Methode ist in der Tat der Bus, ne? Ja. Und ich muss jetzt mal von einer Arbeitskollegin, die Eltern kommen jetzt zu Besuch und die fahren tatsächlich auch mit dem Bus nach New York. Ich bin ja kein so großer Fan von Bus. Nee, Bus finde ich auch scheiße. Ne? Es gibt wohl zwischen New York und Washington gibt's einen Erste-Klasse-Bus, einen First-Class-Bus. Das ist so ein ganz normaler, großer Coach-Bus, wo aber nur, ich glaube, 15 Leute reinpassen. Und die haben halt Liegesitze, da kannst du dich auch flach hinlegen.
Und den kann man, wenn man früh genug bucht, auch als Schnäppchenbus sich dazu buchen. Ja, aber habe ich halt auch nicht gemacht, weil mit den Meilen war es halt unschlagbar günstig. Ja. Zeitmäßig, wenn man jetzt von Tür zu Tür die Zeit sieht, dadurch, dass ich von zu Hause musste zum Bahnhof gefahren werden, dann bin ich mit dem Zug zu Erik gefahren, dann sind wir von Erik zum Flughafen gefahren, dann vom Flughafen nach Washington Dulles, dann hat der Frank mich da mit dem Auto abgeholt. So von Tür zu Tür waren das mal eben 6 Stunden. Ja. Wobei ich 45 Minuten davon in der Luft war. Und wenn du am Ende noch nicht mal abgeholt wirst, dann musst du auch noch mal in die Metro steigen und noch mal und noch mal. Und im Endeffekt packst du noch mal eine halbe Stunde drauf. Ja. Deswegen, also das ist gar nicht so günstig hier von Washington nach New York zu kommen, außer mit dem Bus. Ne? Ja, es ist halt auch eine begehrte Strecke zwischen diesen Städten. Es gibt das einzige Hochgeschwindigkeitsschienen-Dings, also die einzige Hochgeschwindigkeitsstrecke bei der Bahn ist ja auch zwischen Washington und Boston, hier in den ganzen USA, aber die Züge sind halt auch teuer. Da ist ein Flugzeug oder dieser Acela Express, das gibt sich nicht viel. Ja, ja. Dann seid ihr, wie gesagt, ich habe sie dann am Flughafen abgeholt und dann schildert doch mal deine ersten Eindrücke, wie du so hier dann nach Washington reingefahren bist. Also wenn ich die Strecke vom Flughafen zur Innenstadt in New York sehe, dann ist man ja quasi sofort von Eindrücken und Häusern und Autos und allem erschlagen. Es ist halt sofort Großstadt-Feeling und du bist dann eine Dreiviertelstunde bis zu einer Stunde unterwegs, bis du auf Manhattan bist. Das ist hier anders. Hier bist du am Flughafen, da ist so ein bisschen Industriegebiet drumherum. Da sind ein paar Banken, Versicherungen, die haben da ihre Hochhäuser stehen. Große, breite Autostraßen dazwischen. Als wir gefahren sind, gab es da jetzt nicht viel Verkehr. Das heißt, wir sind gut durchgekommen. Und dann wird es auf einmal wird's ganz ländlich. Dann fährst du in so ein Flusstal runter, eine ganz schmale, zweispurige Straße nur. Rechts geht so eine Schlucht, wo so ein Bach drin läuft. Und irgendwann bist du dann an diesem Potomac River. Du siehst Washington erstmal gar nicht. Ja, ne? Da ist nichts von zu sehen. Aber Washington selber ist auch nicht so hoch. Ne? Das ist, glaube ich, hier auch wichtig, dass denen ihre ganzen Monuments sichtbar bleiben und das nicht mit Hochhäusern zugestellt ist. Ne? Ja, das ist ja auch so verankert. Ne? Das ist ja schon gesetzlich geregelt, dass du nicht höher bauen kannst, wie die Straße breit ist. Und so ja. Sachen deine Stadt. Das ist ja wie in Köln, da darf ja nichts höher sein als der Dom. Ja, so ungefähr. Ja. Und ich glaube, hier darf auf keinen Fall irgendwas höher sein wie das Capitol oder halt zumindest, glaube ich, nicht höher, wie die Straße breit ist. Ja, oder dieses Monument-Ding hier. Wie heißt das nochmal? Ja, dieser Washington Monument, ja, ich glaube, das Monument ist ja recht hoch. Ich glaube, das ist gar nicht der Maßgabe. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt einfach sagen, weiß ich auch nicht 100%. Aber Washington macht auf mich erstmal nicht so einen stressvollen Eindruck wie New York City. Ist so wie in Deutschland nach Berlin kommen. Das ist auch ein bisschen entspannter in Berlin als, keine Ahnung, nach München, meinetwegen. Ja. Oh. Ich war noch nicht so oft in München. Ich sag dir das einfach mal. Also wird euch jetzt mal. Die Münchner würden jetzt wahrscheinlich nicht dreimal im Biergarten umdrehen. Ja, Koblenz, sag mal Koblenz. Also, ja, genau, Koblenz. Na. Das ist gut. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Großstadt, Weltstadt, Koblenz. Ja, und dann ist Washington selber. Also, man kommt ja hier hin, wahrscheinlich in erster Linie, um diese ganzen Memorials abzulaufen. Ne? Da gibt es ja die, wie ich gelernt habe, diese Mall, wie heißt sie? National Mall. Das ist also diese Wiese zwischen dem Lincoln Memorial auf der einen Seite und dem Kapitol auf der anderen Seite. Und wenn man das auf Fotos sieht, denkt man, ja, schön, Wiese und ein kleiner Pool. Sieht gemütlich aus, aber wehe, du stehst da und musst da einmal durchlaufen. Das ist so riesengroß. Ja, die Füße qualmen am Abend. Da kann man auch ganz ehrlich sagen, wenn man einen Washington-Besuch plant, das kann man an einem Tag machen, ne? Aber wir haben die Hälfte an einem Tag gemacht. Ja, und das hat schon gereicht. Und hatten 20.000 Schritte auf der Uhr. Ne? Also hätten wir den Rest auch noch gemacht, hätten wir über 30.000 Schritte auf der Uhr gehabt. Und das teilt man am besten, im Grunde genommen, Weißes Haus, Monument und Lincoln Memorial. Und am nächsten Tag machst du halt Capital und vielleicht noch das ein oder andere so nebenbei. Ja. Das ist dann schon, das sind immer so, es sind schon auch lange Wege hier. Und du hast ja auch gesehen, dass die Nahverkehrssituation bei mir gar nicht so geil ist. Ne? Ja, ja, Frank wohnt halt ein bisschen gemütlich in so einem Suburb, Georgetown heißt das. Ein wunderschöner Ort mit alten Häusern und gepflasterten Straßen und so. Und da fährt dann halt alle Stunde mal ein Bus in die Stadt rein oder du musst laufen, was wir halt auch gemacht haben. Am Freitag sind wir halt quasi nach Hause gelaufen und das hat dann letztendlich, das hat mich gebrochen.
Ich sage das immer, wenn Besuch ist, die Ochsentour. Ja. Die Ochsentour ist, also es gibt eine super duper Ochsentour, das ist dann einmal zu Fuß runter und zu Fuß hoch, das sind dann ungefähr 15 Kilometer. Und hier die Ochsentour, das waren ungefähr so 10 Kilometer, weil wir da noch im Weißen Haus einen kleinen Schlenker gemacht haben und durch Georgetown durch. Allerdings lohnt es sich dann schon am Ende des Tages. Ne? Ja. Dieser Walk lohnt sich dann schon. Ja, auf jeden Fall. Weil du siehst halt einfach mehr, ne? Was haben wir alles gesehen, außer den Monuments. Wir waren auf den Exorcist Steps. Diese Treppe da, ja, ne? Eine Mördertreppe. Und was mich auch irgendwie, ich als alter Infrastruktur interessierter, hier gibt es so einen alten Schifffahrtskanal, den Ohio. Chesapeake, Ohio Kanal. Genau, da ist quasi das eine Ende von dem Kanal mit der Anfangsschleuse oder Endschleuse ist halt auch mitten in Georgetown drin. So mit so riesengroßen Holztoren, die da in so einen kleinen Fluss eingelassen sind. Sieht schon gut aus. Könnt ihr bei mir im Video nachgucken, wenn es kommt. Auf jeden Fall. Wie gesagt, da gibt es Videos drüber. Das gibt einfach so ganz stinknormale Rauten-Rüben-Vlogs, wie bei mir gewöhnt. Aber der Besuch, der wird dann schon auch auf YouTube veröffentlicht. Ja. Und das wird ja alles, was wir hier besprochen haben, werdet ihr im Grunde genommen live in diesen Videos sehen können. Deswegen genau. Auch alle, die kein YouTube bis jetzt abonniert haben, ja, die Kanäle von Holger und von mir abonnieren. Das lohnt sich im Grunde genommen schon, wenn ihr so ein bisschen Hintergrundwissen haben wollt oder Behind the Scenes. Behind the Scenes gibt es Behind the Scenes des Podcasts sozusagen. Ja. Und das hat schon Spaß gemacht. Wir haben zweieinhalb echt gute, coole Tage gehabt. Und der eine ist jetzt noch nicht zu Ende. Wir fahren gleich noch zu den Great Falls raus, an den Potomac. Und das ist auch vielleicht immer ganz interessant. Wie gesagt, auch vom Preisgefüge hier hatten wir eben schon mal drüber gesprochen. Ne? Also du hast ja mitgekriegt, was wir zahlen. Wir sind in Lidl gefahren, wir waren essen, wir waren abends in Georgetown Bier trinken, wir waren tagsüber unten an so einer richtig fancy Location da an der Waterfront und haben Bierchen getrunken. Und erzähl mal, wie die Unterschiede zu New York sind. Ja, also diese Waterfront Bar, die war schon sehr beeindruckend. Also super Location mit auch hier so Cocktail-Mixern, die ein bisschen Spökes gemacht haben da drin. Und gut, wir hatten das Glück, wir waren zur Happy Hour da. Aber da gab es 16 Unzen Bier, also ein großes Glas Bier, für $7. Und die Appetizer-Preise waren auch relativ gering da. Das findest du in New York so auch zur Happy Hour nicht. Ja. Ne? Ja, dann waren wir typisch Burger, also amerikanisch essen, ne? In so einer Burgerbar, Wingo's, Schwarz und Burgerbar, die schön voll war mit Live-Musik. Und da kostet der Pitcher Bier mal gerade $20. Das heißt also in der Primetime abends, das heißt $5 pro Bier. Ja, genau. Vier Gläser haben wir rausbekommen und das waren dann $5 pro Bier. Kannst du dich auch nicht beklagen. Kann man sich auch nicht beklagen, auch vom Essen her. Und es war kein amerikanisches Bier, es war imported, ne? Imported Lager. Heineken, ne? Heineken. Keine Werbung. Keine Werbung, nein. Heineken. Ja, und Das Essen war auch reichlich. Das war eine riesengroße Portion. Da habe ich lange drunter gelitten, ja. Ja, das hatte ich aber im Vorfeld schon prophezeit. Ne? Ja. Ich habe auch echt alles gegeben. Ne? Also Chili Cheese Fries und ein Berg Wings. Ne? Und hier die Burger und die Sandwiches, die sind schon mächtig da. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn ihr in Washington mal seid und richtig euch voll Fast Food vollfuttern wollt, keine hohe Küche, aber Fast Food vollfuttern, Wingo's in der Wisconsin Avenue in Georgetown. Ja. Kann man empfehlen. Dann waren wir noch ein bisschen auf Jück gewesen abends und waren in einer Piano-Bar, die dann wieder so typisch amerikanisch war, ne? Ja, also ich habe Piano-Bar gehört und habe mich auf einen ruhigen Abend eingestellt in so einem gemütlichen Sessel, meine geschundenen Füße schonen. Und dann kamen wir in diesen Keller rein, das Ding war voll bis unter das Dach und da waren zwei Klaviere aufgebaut mit zwei Pianospielern, die quasi so ein Piano-Battle gemacht haben. Und du konntest dir Lieder wünschen für $20 den Wunsch. Oder haben wir dann nicht gemacht. Oder auch 40, wenn du wolltest. Keine Ahnung. Aber die haben da richtig Gas gegeben und nichts mit gemütlich. Die haben einfach auf ihre Pianos drauf getroschen und dazu gesungen. Aber es war eine super Stimmung da. Nur ich hatte keinen Bock mehr an dem Abend, weil ich hatte die Füße weh. Ja. Wie gesagt, das war dann auch ein anstrengender erster Tag, den wir dann halt auch dann irgendwann halb ausklingen lassen. Das ist übrigens...
wenn ich so Besuch hier kriege, ne? Ich kriege ja auch Besuch von Freunden aus Deutschland oder wenn die Family kommt oder jetzt Holger und Erik, dann ist das, wie wir eben schon gesagt haben, immer so zweischneidig. Du bist halt voll unter, du willst natürlich auch ein bisschen was bieten, ne? Dann, gut, jetzt wohnen die Jungs natürlich bei uns im Gästezimmer, da wird morgens gefrühstückt, dit und dat, dann fahren wir da und da hin, das volle Programm, die Ochsentour, weil ich würde die Ochsentour gar nicht mehr machen, aber wer halt hier hinkommt, möchte halt gerne mal das Weiße Haus sehen und so, ne? Wenn ich jetzt hier weg bin, dann habe ich dann wahrscheinlich diese Tour so vermutlich 10 bis 15 Hast oder 20, du dich als Tourguide 20 Mal gemacht. Qualifiziert, ne? Aber grundsätzlich ist es trotzdem immer wieder interessant, denn am zweiten Tag waren wir zum Beispiel, das war Holgers ganz größter Wunsch gewesen. Das war ein Pflichtprogramm. An der Union Station, an dem Bahnhof. Und der ist eigentlich, würde ich sagen, fast wie Grand Central schon sehenswert. Ne? Ja, absolut. Oder, die großen amerikanischen Bahnhöfe, das sind ja schon irgendwie Kathedralen für uns Zuganbeter. Ne? Ich meine, der Teil mit den Zügen, da kommt man erstens meistens nicht hin und zweitens ist der ganz schön schmuddelig, aber halt die Wartehallen und da, wo die Stores und so alles sind, das ist alles schön mit Marmor und goldenen Geländern und prunkvolle Decken. Das war toll. Und wir haben dann auch, gestern haben wir uns dann auf Touristenmodus gestellt und haben gesagt, ich wollte irgendwie so einen scheiß Zug fotografieren. Und dann sind wir einfach da, ohne irgendwen zu fragen, durchmarschiert zu den Bahnsteigen. Und da standen sie dann, die Züge. Aber da stand auch die Polizei. Die hat erstmal schief geguckt. Ah, die Lady war... Die war, ja, also sie hat sich rumgebrüllt. Also ich kann ja genau sagen, was sie gedacht hat. Oh, guck mal, die Touristen da. Ja. Lassen wir sie mal ein Foto machen. Danach hat sie dann aber auch vehement darauf hingewiesen, dass man hier einfach nicht so reingeht, sondern nur, wenn man ein Ticket hat. Ne? Ja, genau. Das ist Zugfahren, Fernzugfahren. Ist hier so wie Fliegen. Ne? Du wartest brav am Gate, bis dein Zug fertig ist zum Einsteigen und dann gehst du auf den Bahnsteig. Ja, so ist es. Das ist im Grand Central ist das anders, weil da fahren nur Regionalbahnen. Da gehst du einfach, wenn dein Zug am Bahnsteig steht, gehst du hin und steigst ein. Aber wenn du Fernzug, Amtrak fährst, dann ist es wie Fliegen. Ne? Ja. Das ist in der Tat so. Ich kann euch jetzt sagen, am zweiten Tag haben wir dann auch nur die Hälfte der Schritte gemacht vom ersten Tag. Union Station ist auch durchaus für jeden ein interessanter Punkt. Man kann da verhältnismäßig gut shoppen. Die haben da so Shopping Mall drin. Ja. Und wenn man mal ein Hungerchen hat, kriegt man auch was zu essen. Zu essen findet man da auch. Findet man auch, weil in der National Mall das Essen ist, also diese ganzen Food Trucks, sind nicht zu empfehlen. Und es gibt da einfach nichts. Ne? Es gibt keine. Ja, das ist einfach nur eine Wiese und Springbrunnen. Und die beste Möglichkeit ist in der Tat, am Capitol links abzubiegen und dann zur Union Station zu gehen. Da ist ein Shake drin, ein Chipotle und so weiter und so fort. Eine Mall, die Halal Guys und so weiter und so fort. Und das lohnt sich eigentlich schon, wenn man Hunger hat, da mal reinzugehen. Danach sind wir dann eigentlich auch. Nach meiner Meinung fast noch beeindruckender wie das Weiße Haus, Monument und Lincoln Memorial, das Capitol, oder? Das, ja, der Buckingham Palace, da sind wir einmal drumherum gelaufen. Ne? US Capitol. Und dann an der Treppe gestanden, wo da die Aufruhr war am 6. Januar, Anno Tobak. Und auch das ist alles in Wahrheit viel größer, als es im Fernsehen erscheint. Ich weiß es nicht. Wenn man davor steht, ist man einfach nur umgehauen. Ne? Und man hat Mühe, ein Foto zu schießen, wo alles drauf ist. Naja, zum Capitol ist auch zu sagen, ich war mit der Family drin gewesen. Das haben wir uns gespart, weil ich das schon mal erlebt habe. Also ihr müsst da keine reservierten Tickets haben. Besser ist natürlich, aber die sind auf Monate ausreserviert von irgendwelchen Gruppen oder sowas. Ja. Aber du könnt euch dann da reingehen, Walk-in. Und dann müsst ihr ungefähr so eine, naja, wenn ihr Pech habt, so eine Stunde Wartezeit mitbringen. Und dann werdet ihr in so einer Gruppe zugeteilt und mit so einem Guide da durchgeschleust. Und das ist dann eigentlich mal interessant, wenn ihr unter der Kuppel da steht. Sonst erzählt die sehr viel über Geschichte und irgendwelche Statuen, Bilder, die da rumhängen. Wenn man hier ist, kann man das auf jeden Fall, also wenn man da mal rein möchte, braucht man nicht unbedingt eine gebuchte Zeit, sondern geht einfach unten rein und muss ein bisschen Zeit mitbringen und das geht dann eigentlich, das würde ich so sagen. Und ich habe es jetzt einmal gesehen. Wenn noch ich wollte nirgends rein. Ich wollte einfach ein bisschen rumlaufen und von außen gucken. Ich hab auch gesagt, Jungs, da habt ihr nicht viel verpasst. Und wenn wir da anderthalb Stunden Zeit verschwenden, dann gehen wir lieber ein bisschen ums Capitol rum. Und also Capitol ist immer schön von allen Seiten, wirklich cool. Und es ist deutlich größer als der Reichstag, genau. Muss man einfach sagen. Und wie gesagt, in die Stadt sind wir mit dem Bus gefahren. Und Busfahren ist also gar nicht mein Ding hier, weil... Die haben hier,
gefühlt alle 100 Meter eine Bushaltestelle. Holger, wie ist das? Wie hast du das empfunden, das Busfahren? Ja, gut, Busfahren ist, glaube ich, überall in den Städten so. Ich fahre in New York ja auch kaum Bus. Aber da gibt es viele Haltestellen und wenn da halt Leute rein und raus wollen, hält das Scheißding halt ständig an. Ne? Das nervt, ja. Was mir aufgefallen ist als Unterschied, Bus und U-Bahn. Du kannst ja in New York mittlerweile alles direkt mit deinem Handy bezahlen. Also du hältst dein Handy oder deine Apple Watch an die Eingangsschranke, dann geht die auf und du fährst einfach. Das geht hier grundsätzlich auch, aber du musst einen Schritt mehr machen. Und zwar gibt es hier eine Fahrkarte, die du entweder kaufen kannst. Das ist so eine kleine Plastikkarte, auf die du Geld auflädst. Mhm. Da kostet die Karte $2. Und blöderweise musst du diese Karte auch virtuell kaufen. Also wenn du es mit dem Handy machen willst, musst du auch erstmal für $2 dir diese virtuelle Karte kaufen. Und dann kannst du auch dein Handy hier ranhalten. Das finde ich ein bisschen doof. Ersatzweise kannst du natürlich auch Cash bezahlen. Ne? Gut, Cash geht auch, klar. Das geht $2 die Fahrt. Aber wie gesagt, ich finde Busfahren immer ziemlich lähmend hier. Aber es ist halt die einzige Möglichkeit von uns jetzt einigermaßen günstig in die Stadt zu kommen. Weil mit dem Auto in die Stadt fahren, das hast du ja gesehen, das bringt eigentlich gar nichts. Das ist Unsinn, da rumzuparken. Was ja auch günstiger ist, wo wir gerade dabei sind, sind die Ubers. Also ja, das ist auch günstiger als in New York. Es sind vielleicht nicht ganz so viele auf der Straße. Aber wir sind gestern aus der Stadt bis nach Frankensteinhausen für $8 gefahren. Ne? Das ist ein guter Tipp, weil wir sind dann nach dem Capital, habe ich gedacht, boah, was machen wir jetzt noch? Und dann hatte ich im Hinterkopf, da gibt es was in keinem Reiseführer steht und ich war wieder überrascht, wie wenig da los war, aber wie geil das da oben ist. Und zwar sind wir mit der Metro dann unten von der National Mall, vom Federal Building oder wie der heißt, das ist glaube ich sogar das FBI-Gebäude, oder? Sind wir dann Richtung Arlington rüber gefahren. Und da gibt es das View of DC oder DC View, eins von beiden, ein Hochhaus mit oben einer Aussichtsplattform. Und wir werden gerade hier von mehreren Seiten mit Fluggeräten bespaßt. Ne? Nein, im Ende. Also das kann ich euch nur empfehlen. Wir sind rüber nach Arlington gefahren und sind dann auf dieses DC View oder View of DC rüber. Und das ist kostenlos und das ist ja sehr, sehr selten. Und wir sind da hochgefahren und ich dachte, ihr werdet euch wundern. Und wie die dann oben waren, Holger, schilder deine Eindrücke. Ja, es war wunderbar leer. Also wenn man keine Menschen mag, dann ist man da oben gut aufgehoben. Das ist alles neu. Es sind auch saubere Toiletten vor allen Dingen, falls mal jemand muss, weil da eben kein Verkehr ist. Und du hast einen Rundumblick vom Pentagon auf den Flughafen, auf den Potomac River, auf das Kennedy Center. Und du kannst geradewegs über diese National Mall bis hin zum Capitol gucken. Für die Videopodcaster hier auch, ich blende das jetzt mal ein, aber ihr werdet das auch in den Vlogs sehen können. Ich blende mal kurz den Blick ein. Und wie gesagt, das ist so surreal. Überall ist es eigentlich immer laut und voll. Und da kommst du da oben hin und da saßen so zwei Mädels. Und wir waren fast alleine. Keine 10 Leute. Oben. Und ich verstehe es einfach nicht. Die Öffnungszeiten sind ein bisschen weird. Sie hatten zum Beispiel gestern nur bis 16 Uhr auf. Verstehe ich nicht. Da oben wäre auch ziemlich geil, einfach ein bisschen ein paar Getränke zu verkaufen oder sowas. Ne? Ja, aber das Ding ist kostenlos und wirklich ein Tipp. Und dann der Uber-Tipp des Tages in Washington. Ja. Wenn wir den Uber von unten genommen hätten, von der National Mall zu mir, ne, dann hätte der $20 gekostet. So sind wir mit $2 nach Arlington rübergefahren und haben einen Uber von Arlington rüber nach Georgetown genommen, der von der Kilometerzahl gleich ungefähr und der hat dann einfach mal die Hälfte gekostet oder sogar noch ein bisschen mehr wie die Hälfte. Und das sind so komische Sachen. Uber ist hier definitiv günstiger wie New York, ist allerdings auch manchmal nachts oder wenn es regnet dann auch wieder teurer, aber nicht wie New York. Also New York ist immer noch ein Ticken drauf. Vielleicht noch ein Wort zu dem DC View Tower. Das kostet zwar nichts, aber ihr braucht einen Lichtbildausweis. Also Reisepass oder Führerschein, irgendwo, wo euer Foto drauf ist, müsst ihr vorzeigen. Name oder Foto und dann solltet ihr auch kein großes Equipment dabei haben, so kleine Handys oder Kameras, das geht schon. Da hat er halt nachgefragt, aber das ist extrem entspannt. Ihr könnt da so lange bleiben, wie ihr wollt und ihr werdet da echt in Ruhe gelassen. Habt da wirklich einen guten Ausblick. Ja, und dann haben wir gesagt, wir wollten eigentlich abends beim Mexikaner essen gehen. Ne? Und da haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Wir sind dann ein bisschen früher zum Mexikaner und haben am Ende wunderbares Essen gehabt da. Ne? Ja, wir waren dazu quasi zu Kaffee- und Kuchenzeit. Ja, so halb fünf. Ne? So wir waren schon hungrig genug und samstagsabends ist der Laden wohl auch brechend voll, weil der so gut ist. Ja. Und da haben wir die Gelegenheit genutzt und sind unserem Hungergefühl gefolgt und haben uns dann um 16 Uhr die Enchiladas reingedreht und mit einem
Was hast du getrunken? Mojito? Wie nennt man das? Nee, Margarita. Ah, Margarita, Haus, ja. Hausmargarita. Margarita. Sehr lecker, also wunderbar. Und dann haben wir gesagt, okay, dann belassen wir es auch dabei und dann machen wir noch ein bisschen, haben wir noch eine Kiste Frühkölsch da gehabt, die haben wir schön. Genau, haben wir ein bisschen gequatscht. Bisschen gequatscht und vernichtet und haben es dann ausklingen lassen und so. Nimmt das Wochenende dann leider auch schon wieder sein Ende. Ne? Ja. Und, hast du noch Themen auf dem Podcast? Ja, ich habe, lass uns noch ein bisschen über Technik reden. Das machst du ja auch ganz gerne. Ach so, ja, ich war ganz verwundert. Fällt mir gerade ein, ich war ganz verwundert. Holger kam da aus dem Flieger gestiegen und hatte in der Tat die schwarze Insta360 Go 3. Die habe ich ja noch nicht. Ja, und stellt euch vor, ich habe ihn nicht vorher gefragt. Und er hat es mir nicht erzählt, ne? Und ich hätte sie mir vielleicht auch gekauft. Ja. Ja, aber ich habe sie über Franks Affiliate-Link wenigstens gekauft. Ah, du warst das. Ja, ich war das. Ja. Das und ist gut. Ja, viel erzählen kann ich darüber noch nicht. Es wird auch keinen ausführlichen Produktreview von mir geben. Ich habe es jetzt hier sehr intensiv genutzt, um Timelapsen zu machen in Washington, weil das ist einfach ideal mit diesem kleinen magnetischen Ding. Das machst du irgendwo an eine Straßenlaterne. Und die neue InstaGo 3, die hat ja tatsächlich auch einen richtigen kleinen Bildschirm dabei. Und den habe ich dann in der Hand und kann genau beobachten, was da passiert. Ich liebe das Ding. Das ist super. Ja. Obwohl es nur 2,7K hat, ist das richtig geil. Also das ist so die kleine Kamera für immer dabei. Finde ich super. Echt cool. Ja gut, bei uns, bei mir brauchen wir gerade über Technik noch groß zu quatschen. Ich habe mir noch ein neues Objektiv gekauft, ein 27mm für die Fuji. Aufgrund der ganzen Besuche von Family und ja. Euch habe ich da jetzt noch gar keine Gelegenheit gehabt. Aber fangen wir mal so langsam damit an, dann irgendwas zu testen. Dann kommt dann sicherlich auch mal das ein oder andere Video oder sowas. Ich bin aber auch ein bisschen, wie soll man sagen, Holger, so ein bisschen technikmüde geworden, Videos zu machen. Ich mache ja lieber diese, na, hier so Videos halt so. Ein bisschen was zeigen und Fotos machen und so. Oder Fotos machen oder so. Klar, Technik kommt auch gerne mal Drohne fliegen, aber Drohne fliegen ist halt hier nicht so leicht. Ne? Aber da fällt mir sicherlich noch was ein für die YouTube-Gemeinde, sage ich jetzt mal. Und wir sind jetzt, glaube ich, bald bei 15.000 Abonnenten. Das ist schon, finde ich, die letzten 50 Leute, die hier zuhören und noch nicht beim Frank auf dem Kanal sind, die müssen da jetzt mal bitte auf Subscribe drücken. Also 15.000 ist schon, überleg mal, da hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wie ich damit angefangen habe oder wie wir damals noch ums Marder, ums Holzmann in der Eifel gewandert sind, wo ich gerade keine Ahnung wie viel hatte, 500 oder so. Ach, warst du noch unter 1.000 zu der Zeit? Ich weiß es gar nicht, ja. Also ungefähr. Jetzt hätte ich gedacht, da haben wir 15.000 Abonnenten da drin und ja. Schon, ja, da, diese schon ganze cool. USA-Kiste hier, die hat glaube ich auch einen ordentlichen Schub verliehen. Oder ist es dann doch mehr das Drohnenbusiness? Es ist in der Tat noch nicht mal das USA. Und das habe ich in New York ja auch schon gespürt. Die New York-Videos gehen wesentlich schlechter und auch die Washington-Videos wie wenn ich zu Hause mit der Drohne in der Eifel unterwegs bin. Ach guck, hätte ich nicht gedacht. Es gibt in Deutschland nicht so viele Leute, die sich dafür interessieren. Geht natürlich und ist auch ganz cool. Ja. Aber ich hätte eigentlich auch gedacht, dass das so ist. Die Drohnenvideos hier, die ich hier mache, sind natürlich auch gern geguckt. Drohne geht immer. Ich fliege auch gern Drohne. Und, ja. Ich war mir jetzt auch überlegen, ob ich mir diese Avatar 2 vielleicht mal zulege. So ach, das ist FPV? Willst du doch ins Business einsteigen? Nein, ich glaube nicht. Ja, das sind, also, nein. Was ich auf jeden Fall kriege, ist diese kleine Wohnzimmerdrohne, die du hast. Wie heißt die X1? Die Hoover Air. Genau, also meine Anafi, wenn die jemand kaufen will, kann sich gerne bei mir melden, das blöde Ding. Ja. Ist aber das Porto nach Deutschland wahrscheinlich zu teuer, als dass sich das lohnt. Ja. Aber ich glaube, das nächste Technik-Gadget, was dieses Jahr noch zu mir ins Haus kommt, wird dieses Hoover X1 sein. Auf jeden Fall, ja doch, das ist schon ein cooles Ding. Ja? Das kann man gut gebrauchen. Das kannst du schön um dich rumfliegen lassen oder hinter dir herfliegen lassen. Das ist sehr, sehr cool. Ja, und ich würde auch sagen, der Podcast hat jetzt schon eine halbe Stunde. So abschließend würde ich sagen, da habe ich nochmal bei mir draufstehen, nochmal so die letzten, so mal New York, Washington vergleichen. Hat es sich gelohnt? Ja, natürlich hat es sich gelohnt. Hierher zu kommen hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Es ist, ich meine, ich bin auch immer noch kein großer Großstadtfan, aber dadurch, dass es hier so weitläufig ist, ist es schon deutlich angenehmer als New York. Für mich jetzt. Auch wenn viele Leute, die das pulsierende New York lieben tut. Aber ich mag es auch hier. Ich ertrage es einfach nur, sagen wir so. Ja, also ich mag es auch hier, aber da muss ich ganz klar sagen, ich bin absoluter New York-Fan.
Es ist anders hier und deshalb kann man es eigentlich so auch nicht vergleichen. Du kannst nicht nur Äpfel mit Birnen vergleichen. Ja. Du hast New York, die ist pulsierend, die Stadt. Ich liebe New York, aber ich mag das auch hier. Die Wohnsituation ist hier viel besser, das hast du ja gesehen. Holger hat mich ja jetzt mal besucht. Anstatt 25 Quadratmeter haben wir 250 Quadratmeter. Mit, ne? Garten und Pool. Mit Garten und Pool. Wobei der Pool leer ist. Also nicht denken, dass wir jetzt hier in Luxus. Ja, aber in der Theorie wäre da einer. In der Theorie wäre ein Pool da, aber den wir leider nicht nutzen können, dürfen, haben. Und ja, also es ist schon eine ganz coole Geschichte in Washington. Und ich habe sehr kurz zur Arbeit. Die Preise sind ein bisschen besser. Also, ne, man blutet nicht so sehr. Ja. Ja, man kann schön einfach aus der Tür hinten raus und grillen. Wir haben am Freitag, wie die Jungs vom Flughafen gekommen sind, habe ich einfach schnell ein paar Würstchen auf den Grill geworfen, Brötchen beim Lidl gekauft. Ne? Lidl ist auch so ein Ding, ne? Den der Holger gerne hätte. Lohnt, ne? Sich. Die haben so eine Backstation, da gibt's dann, haben wir Bratwurst und Brötchen gegessen mit Senf, einen Frühkölsch dazu getrunken und sind dann losgezogen. Vielleicht war auch deshalb der Tag ein bisschen anstrengend. Ja gut, ich war morgens um 6 Uhr bin ich ja aufgestanden. Das war sowieso der Freitag. Aber es wurde ja von Tag zu Tag besser. Ja, ne? Wurde es auf jeden Fall. Und wie gesagt, heute haben wir jetzt noch geplant Great Falls. Das ist ein Nationalpark am Potomac. Da sind so Wasserfälle und die werden heute verhältnismäßig spektakulär ausfallen. Und danach werde ich dann den Holger und den Erik dann zum Flughafen fahren. Und heute Abend wird der Frankie noch ein kleinen Ausflug mit dem E-Bike machen, weil das Wetter ist einfach heute zum ersten Mal so richtig, ja, so ein bisschen frühlingshaft. Ja, genau, so langsam geht's los. Ich habe aber auch, morgen muss ich zwar arbeiten, dann nochmal 2 Tage frei, aber dann soll es schon wieder regnen. Und eigentlich regnet es doch nur im Saarland. Wollte ich gerade sagen, es regnet doch nur im Saarland. Eigentlich regnet es nur im Saarland, oder war doch so, ne? Ja, oder es ist einfach die eine Wolke, die immer über dem Stoppi hängt, ne? Genau. Ich guck mal drauf. Hast du noch irgendwas auf deinen Dingern? Ich habe weiter nichts mehr zu sagen. Ja, also ich habe jetzt hier bla bla bla. Was hat Holger am besten? Okay, was hat Holger am besten gefallen? Na, ist doch klar, die Union Station. Im Ernst, ja? Ja. Ja, U-Bahn, wie war die U-Bahn? Wir sind ja auch U-Bahn gefahren. U-Bahn, ja. Anders, okay, ne? Die U-Bahn ist sehr sauber, ja? Aber die Stationen finde ich insgesamt bedrückend, weil die haben eine ganz komische Lichtstimmung. Mhm. Die sind sehr dunkel und dann ist da so ein dunkles, fusseliges Licht, was da irgendwie. Man meint, wäre so ein bisschen so in so einem Tomb oder so. Oder? Ja. In so einem Grabmal oder so. Das, keine Ahnung. Also ansonsten U-Bahn fahren nicht ganz so roddelig wie in New York. Ja. Funktioniert alles, aber auch nicht so viele Linien wie in New York. Also New York ist ja da schon mehr geboten. Ja, und wie gesagt, die Stimmung in den Stationen ist etwas bedrückend. Sauber, aber bedrückend. Aber die Züge sind natürlich schön sauber und das ist ganz anders wie New York. Also ja. Ein bisschen ruhiger. Ne? Und bezahlt wird am Ende. Weil also hier muss man sich ausswipen aus der Station und dann wird das Geld abgebucht, je nachdem, wie weit man gefahren ist. Wie war denn der Eindruck vom Weißen Haus? Weil ich frage immer die Leute, hör mal, ja, ihr habt das Ding ja schon im Fernsehen gesehen. Die einen sagen, boah, ist viel kleiner, wie ich gedacht habe. Die anderen sagen, viel größer. Wie war es bei dir? Gut, wir haben es nur von hinten gesehen, ne? Weil vorne war irgendwie Baustelle davor. Ja gut, von vorne haben wir es gesehen, aber von hinten nicht. Also von der Südseite. Ach so. Ah, okay. Du hast es von weitem mal gesehen, aber da konntest du auch dann durch den Zaun nicht so durchgucken. Aber wie war es? Nur von der Größe her, weil es ist, glaube ich, genau so, wie ich es erwartet hätte. Das, war jetzt keine Überraschung. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass es so ein bisschen ab vom Schuss ist. Ne? Du hast diese riesenlange Mall, die gerade durchgeht mit all den Memorials und das Weiße Haus ist irgendwo links davon versetzt. Das sieht man nicht auf Anhieb. Ne? Ja, ich fand es kleiner wie gedacht. Ne? Aber gut, okay, das ist immer so ein bisschen so Einschätzungssache. Ne? Ich finde das Capitol verhältnismäßig beeindruckend, wenn man davor steht. Ja, das ist riesig, das Ding. Und das Monument ist halt auch verhältnismäßig beeindruckend. Ich finde die Sicht halt vom Lincoln Memorial Richtung Monument über den Tidal Pool, über diesen Reflection Pool, ja. Das ist echt cool. Das ist ja diese Forrest Gump-Einstellung, wo Forrest Gump da in dem Pool da steht und seine Mädel da irgendwie so Liebeserklärungen macht oder sowas. Ne? Das ist halt so ikonisch. Aber da war auch die Hölle los beim Ape. Ne? Da war Baustelle, man kam nur eine Treppenhälfte war offen und da haben sich die Leute hoch und runter geschoben. Ja, ja, also wie gesagt, leider das Lincoln Memorial mal mindestens noch 1,5 Jahre eingerahmt in irgendwelche Gerüste oder so. Das ist schade. Deswegen. Ja.
Aber du bist ja noch ein paar Tage hier. Ja, vielleicht sind es, meinst du, du kriegst nicht fertig? Nee, das ist bis 2026 oder so. Oder 25 oder so soll es, glaube ich, dauern. Ah, ja. Aber wie gesagt, allem ist Washington immer eine Reise wert. Auf jeden Fall eine Reise wert. Und vielleicht noch abschließend oder kurz vor abschließend, wir sind ja auch diese Treppe da hochgelaufen, die Exorzistentreppe aus dem Film von 1973, Der Exorzist. Wenn ihr da ein Behind-the-Scenes-Video haben wollt, was der Frank für euch dreht, dann schreibt das bitte unten rein. Da gibt es nämlich die Originalschauplätze, die sind da alle in Georgetown von diesem Film. Ja, dazu muss man sagen, wie gesagt, das sind die Exorzist-Steps aus der Exorzist 1. Ein Film, der vor 48 Jahren gedreht wurde, in den 70er Jahren, mit Linda Blair. Jeder kennt den Exorzist wahrscheinlich. Also ich glaube schon, dass viele den kennen. Und jeder kennt diese Treppenszene, wo der Priester die Treppe runterfällt und dann da sich das Knick bricht. Und das ist alles da gedreht worden in der Georgetown University und drumherum. Und ich habe mir vorgenommen, beziehungsweise schreibt es mal unten rein, wenn ihr das haben wollt, mal so ein Video zu machen mit den alten Szenen und den neuen. Und so wie es heute aussieht. So ein bisschen, wie es heute aussieht. Da würde ich sicherlich was zusammenkriegen. Und es ist irgendwie so faszinierend, weil ich habe den Film als, glaube ich, 13-, 14-Jährige geguckt, habe mir die Box gemacht. Ne? Ja. Also, ne, und wir haben gestern noch mal ein bisschen rumgestöbert und haben gesagt, da müsste ich mal ein Video drüber machen. Ja, das sind solche Art Videos gucke ich mir sehr gerne an. Ja, also mein Vote hast du schon mal. Ja, das wäre für mich auch, selbst wenn es nicht läuft oder so, eigentlich ein ganz cooles Video, so als Erinnerung oder sowas. Ne? Ja. Die Treppen da und sowas und dann halt die Szenen. Ich glaube, da kann man was machen. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mal unten in die Kommentare. Und dann würde ich auch sagen, wir gucken mal auf die Uhr, 40. Ja, können wir langsam zumachen. Wir haben zumachen, übrigens, ne, auch zwei Perspektiven. Ich weiß nicht, ich habe hier noch die Actioncam hier so rüberlaufen. Seht ihr eigentlich das Jefferson Memorial oder haben wir jetzt da vorgestanden die ganze Zeit? Ja, das haben wir, das, wo ist denn das überhaupt? Frankenstein Memorial. Das ist noch da. Das ist noch da? Ja. Egal, wie auch immer. Hier unten am Tidal Pool, dann würde ich auch sagen, Holger, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank, lieber Frank, für die tolle Tour durch Washington, den Tourguide und die ganzen Kaffees, die du mir spendiert hast heute Morgen. Washington kann man machen. Ich wünsche euch da draußen alles Gute, einen tollen Frühling. Abonniert Franks und meinen Instagram und auch die YouTube-Kanäle und dann hören oder sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer dass wir euch viel Sonne in Deutschland wünschen. Und wenn es regnet, dann nur im Saarland. Nur im Saarland wird geregnet, ja. Schönes Schlusswort. Leute, macht's gut. Tschö. Ciao. So, lassen wir mal, machen wir gerade noch, was machen wir noch? So, ja, jetzt haben wir die, Podcast ist im Kasten. Podcast ist im Kasten. Wir warten jetzt auf den Erik, den haben wir nämlich weggeschickt, ne, dass er ein bisschen uns nicht hier die ganze Zeit stört, beziehungsweise immer ein bisschen rumläuft. Und wenn ihr den Podcast sehen oder hören wollt, auf den üblichen Plattformen, ich verlinke den unten, ne, und auch bei Holger auf dem Kanal ist das alles verlinkt und wie auch immer. Wir werden jetzt wieder nach Hause fahren, noch ein bisschen chillen und dann zu den Great Falls fahren. Dann fahren die Jungs zum Flughafen. Zum Flughafen, ne? Also wie gesagt, das Video, der Vlog, der Kraut- und Rüben-Vlog geht noch weiter. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Es kommt noch ein bisschen. Ja, ein bisschen B-Roll. Noch ein bisschen.